Sie haben sich fast aneinander gewöhnt, Radfahrer und Autofahrer. Das Fahrrad. Preiswerter, leiser, umweltfreundlicher. Radeln tut gut, hält Umwelt und Fahrer gesund. Radeln bringt Spaß, allein und in der Gruppe. Aber im Verkehr ist der Radfahrer immer der Schwächere. Die anderen haben den Überblick. Er ist weniger geschätzt. Er ist weniger beachtet. Der Radfahrer ist langsamer und leichter aus dem Tritt zu bringen. Mitzudenken macht sich gut. Die Dame wartet auf den Bus, sie hat es eilig. Es kommt, was kommen muss. Dennoch, ein Ritter auf dem Rad. Seien wir nett zueinander. Mit 4 Jahren fängt es an. Vieles ist zu lernen. Treten, lenken, bremsen und alles manchmal gleichzeitig. Ja, ich sehe das jetzt schon ganz toll. Pass mal auf, du fährst schon wirklich toll. Was meinst du, soll ich mal die Räder abbauen? Im Spiel lernt sich vieles besser. Das Gleichgewicht zu halten und auch die Angst zu überwinden. Sich herausfordern. Gefahren bestehen. Fahren wie ein Großer. Das ist das Ziel. Grenzen erkennen, erweitern, ausprobieren, was man kann. Mit der Wahl des richtigen Fahrrads beginnt alles. Hänschen ist kein Spielkind mehr, Wünsche werden wach. Besser will er sein. Nichts kann ihn aufhalten. Schweben, frei sein. Am schnellsten sein. Siegen. Kinderträume. Unsere Verkehrssicherung ist vorne aus. Das Wichtigste an unserem Rahmen sind nur die Beleuchtung, die stehen aus dem Scheinwerfer, also wirklich. Dann braucht man zusätzliche Reflektoren am Gepäckträger, 2 Reflektoren im Hinterrad, 2 Reflektoren im Vorderrad, ebenfalls Reflektoren an den Pedalen. Dann muss es eine gute funktionierende Fellbremse haben, eine Rücktrittbremse und eine Glocke. Hallo! Hallo! Nein, ich wollte ja mal was fragen. Ja, ich habe es bekommen. Hi, das ist ja du. Dann kann man ja gleich Abschlag spielen, oder? Ja. Aber nicht abschlagen, wenn er abgegeben ist, okay? Ja, wenn dann? Ich. Zuerst allein und dann mit anderen. Auf das Miteinander kommt es an. Bewegungen abstimmen. Das Verhalten der anderen einschätzen. Das eigene Können richtig bewerten. Auch hier gilt, Regeln sind nur sinnvoll, wenn jeder sich daran hält. Wie es geht,
erkannt, dass nicht nur die eigenen Interessen auf dem Spiel stehen, auch die anderen haben Wünsche und Rechte. Das Fahrrad als Spielzeug und hier als Verkehrsmittel. Neue Anforderungen kommen nun auf ihn zu. Entfernungen schätzen, unbekannte Strecken entdecken. Jetzt schickt ihn die Mutter auch schon mal zum Einkaufen. Radfahren kann er. Er fühlt sich fit für den Verkehr. Hoffentlich ist das kein Irrtum. Radfahren können und sich sicher im Straßenverkehr bewegen, ist zweierlei. Zeichen beachten, Regeln lernen, aber auch sich zurechtfinden, sich mit den anderen abstimmen, sich deutlich verhalten. So, liebe Kinder, wir haben heute Prüfung. Die Prüfung besteht aus zwei Teilen, das wisst ihr, habt ihr schon mal gehört, der Einzelfahrt, der Gruppenfahrt. Zunächst die Einzelfahrt. Damit das Linksabbiegen nicht falsch gemacht wird, wiederhole ich kurz die Punkte nochmal. Beim Schauen links, Hartzeichen links. Einordnen, Vorfahrtsregeln beachten, Weitbogen einfahren, Gegenverkehr beachten, nochmals umschauen, abbiegen und zum Schluss auf Fußgänger achten. So, Kinder, die Prüfung ist beendet. Das Ergebnis ist tabellos ausgefallen, können wir sagen. Hans, komm bitte vor. Wir schreiten zur Siegerehrung. Tabelloses Ergebnis, keinen Fehler bei uns gemacht. Gratuliere. Was er gelernt hat, will er auch anwenden. Aber wer sich regelgerecht verhält, macht sich manchmal vor den Kameraden lächerlich. Guck dir mal die Spinner da an! Der kommt wohl von der Fahrradprüfung oder was? Kannst du mich einfach absteigen, Mensch! Das Tiefbauamt hat sich juristisch abgesichert. Oft ist es wirklichkeitsfremd. Was Hänschen gelernt hat, will er als Hans manchmal nicht mehr wissen. Verletzungen haben einige Vorteile und Spaß machen sie obendrein. In diesem Tempo durch die Stadt, da kommt so schnell kein Auto hinterher. Tempo beibehalten, heißt die Devise. Bloß keinen Meter verschenken. Radwege werden genau geplant. Radfahrer aber sind oft nicht bereit, der Planung am Reißbrett zu folgen. Wege zum Radeln finden sich überall. Man braucht nur etwas Fantasie. Absteigen? Wozu denn? Passiert schon nichts. Regelverletzungen zeichnen den Individualisten aus. Und schon ist's geschehen. Was Hänschen gelernt hat, hat Hans schnell vergessen. Regelgerechtes Fahren ist mühsam. Selbst das leichteste Superrad kostet Anstrengung. Darum das Motto, Kraft sparen, Wege verkürzen.
Wer gegen Regeln verstößt, lebt gefährlich. Gefährdet andere. So geht's doch viel eleganter. Bisher hat's ja auch immer geklappt. Was 99 mal gut geht, geht eben einmal schief. Für regelwidriges Verhalten zahlen oft die anderen die Zeche. Na, diese verdammten Autofahrer. Radfahrer nutzen gern alle Vorteile ihres Radesels. Schnell wie ein Auto, beweglich wie ein Fußgänger. Als vollwertige Verkehrsteilnehmer fühlen sie sich leider nicht immer. Aus Hans dem Radfahrer wird Hans der Autofahrer. Mit seinem Rollenwechsel ändert sich auch seine Sichtweise. Wie diese verdammten Radfahrer hier immer. Der fährt auch selber Rad. Warum regt er sich eigentlich auf? Als Radfahrer stören ihn die Autos, setzt er im Auto, nerven ihn die Radfahrer. Natürlich denkt er immer nur an sich, so geht es vielen. Es fällt schwer, das Verhalten der anderen zu respektieren. Wenn man es trotzdem schafft, sieht vieles anders aus. Manche Radwege sind unzumutbar. Fast verständlich, dass Radfahrer die Geduld verlieren und auf die Straße ausweichen. Autofahrer, die das erkennen, sollten gelassen bleiben und sich darauf einstellen. Manchmal behindern auch Autofahrer ihre Kollegen auf dem Rad, ohne es zu wollen. Es gilt die Einsicht in die Vorfahrtsstraße. Gelassen bleiben, eine Lösung finden. Diese hier ist aber sicherlich die richtige. Sind hinter ihm, ganz dicht. In seiner Nervosität vergisst er, was er gelernt hat. Bei ein wenig mehr Gelassenheit hätte er das vermeiden können. Also, rechtzeitig blinken, erst dann bremsen, sich frühzeitig darauf einstellen, dass sich die Wege kreuzen. Spielraum schaffen für sich selbst und die anderen. Kritische Situationen können auch andere Ursachen haben. Die Verkehrswege selbst schaffen Probleme. Der kreuzende Radweg muss wegen einer Bushaltestelle um 4 Meter nach rechts verlegt werden. Die Folge sind Halsverrenkungen und gefährliche Schlenker ohne Orientierung. Ein beliebter Radweg. Ein bisschen mehr Sicht wäre wünschenswert. Ausgerechnet im Kreuzungsbereich mündet der Radweg in eine dicht befahrene Straße. Besonders gefährlich, wenn sich Rechtsabbieger und Radfahrer nicht rechtzeitig sehen und verständigen können. Autos versperren die Sicht. Eine Rechtsabbiegerspur ohne Ampel wird schnell durchfahren. Der Radweg kreuzt spitzwinklig. Das erschwert eine gegenseitige Abstimmung. Links abbiegen nur für Radfahrer erlaubt. So. Oder so. Verwirrspiel entwickelt sich beim Kreuzen von Radweg und Gehweg.
Anstatt auf ruhige Nebenstraßen zu fahren, weichen Radler häufig auf dicht und schnell befahrene Hauptstraßen aus. Hier kommen sie schneller voran. Regenverstöße nehmen sie in Kauf. Einbahnstraßen, Fußgängerzonen, Sackgassen und Abbiegeverbote dienen der Verkehrsberuhigung insgesamt. Für Radfahrer sind sie oft hinderlich, deshalb kümmern sie sich einfach nicht darum. Es gibt bereits positive Beispiele dafür, wie das Miteinander von Rad- und Autofahrern erleichtert werden könnte. Zum Beispiel deutlich markierte Wege an Straßeneinmündungen und an Einfahrten. Radfahrer bleiben unter sich, in beiden Richtungen. Eine Sackgasse verhindert durchfließenden Verkehr, gut für die Anwohner. Da Radfahrer kaum Lärm verursachen, gilt für sie diese Regelung hier nicht. Radweg und Fahrspur sind oft voneinander getrennt. Im Kreuzungsbereich sollten beide zusammengeführt sein, um Blickkontakte zu erleichtern. Hans ist jetzt Autofahrer und Radfahrer. Er kennt nun beides, kann beide Sichtweisen vereinen. Es muss zur Routine werden, sich nicht nur umzuschauen, sondern sich mit Blicken zu verständigen, erfassen, was der andere vorhat, sich selber deutlich verhalten. Wenn das selbstverständlich wäre, käme vieles nicht mehr wie aus heiterem Himmel, denn nur so lassen sich Reaktionen der anderen vorhersehen. Das Miteinander gefördert, werden Überraschungen und Ängste vermieden. Nur so werden Begegnungen im Straßenverkehr sicherer. Nicht nur für Radfahrer.